Beim letzten Mal hatten wir noch die Bude von Buddy und Chipper ein klein wenig verschönert außenrum und haben angefangen mit Ordelias Haus, und das möchte ich heute mit euch zusammen vervollständigen. In dem Sinne wünsche ich einen wunderschönen guten Tag hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas. So, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und genau an der Stelle machen wir auch weiter. So, und ich habe ja gesagt, ich möchte mit euch gemeinsam die komplette Bude hier von Ordelia auf den Kopf stellen. Also werden wir das auch tun. Jetzt gucke ich nur mal, wie wir anfangen, weil ich brauche auf jeden Fall Fenster. Und da würde ich sagen, die werden wir dann gleich mal bauen. Und ich würde sagen, wir nehmen die Fenster, die so ineinander gehen, oder vielleicht sogar die hier? Nee. Können wir die färben? Nein, die können wir nicht färben. Nee, ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich die Verbindungsfenster. Das wird am sinnvollsten sein. Was nehmen wir raus? Ich würde sagen, machen wir mal 50 Stück, weil wir brauchen sowieso welche. Ich brauche auch noch welche für das Aquarium, das ja da hinten auch noch nicht fertig ist. Damit sollte man eigentlich ganz gut klarkommen mit 50 Stück. Erstmal. So, die färben wir natürlich in weiß. Oh, ist die Frage, wie viele weiße Fenster haben wir schon, ne? Aber ist egal, ich mache die jetzt alle weiß, weil weiß ist einfach, ja, meines Erachtens die schönste Farbe für diese Fenster. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich die habe. Die müssten ja dann da sein, jawohl. Sind jetzt 75, das ist egal, ich nehme sie alle raus, weil wir brauchen ja ein paar. So, hier im Eingangsbereich auf jeden Fall würde ich sagen, ja, machen wir zwei, also so ein Doppelfenster. Und daneben machen wir dann mit Mauer nach oben. So und so. Und hier oben drüber wird dann natürlich dieser Block hier hin passen. Ah, nicht tauschen. So. Genau. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Doch. Ja, naja, den kann ich auch noch setzen. Das ist egal. Dann machen wir hier einmal und da einmal. Dann hätten wir hier auf jeden Fall, ich denke mal, eine ganz schöne Häuserfront. So, hier auf der Seite werden wir eigentlich kein Fenster brauchen, weil das wäre, ja, also das ist wirklich nicht notwendig, hier ein Fenster, wo man dann quasi rausschaut und genau auf diese grüne Wand guckt. So, das dann noch, und dann brauchen wir natürlich wieder diese hier, und da habe ich, so wie es aussieht, nicht genug. Genau. Super, zwei fehlen hier, aber wir uns fehlen ja noch einige mehr. Jetzt könnte ich mal sagen, wir brauchen auch noch Leitern. Da müsste ich ja auch noch welche haben, jawohl. Euch nehme ich mal komplett raus. So. Dann, was wollte ich jetzt? Ah ja, genau. Die Blöcke hier, jetzt bin ich mal gespannt, kann ich denn so viele überhaupt bauen? Ach, die muss ich gar nicht über sie bauen. Siehst du mal. Manchmal etwas verwirrend mit den Blöcken. Also die muss ich separat bauen. Da machen wir jetzt halt einfach mal 100 Stück. Ganz egal. Die werde ich wahrscheinlich nochmal brauchen. Und zwar in entweder den grünen Landen oder wir brauchen sie beim Schloss. Weil da passt nämlich dieser Stil ideal hin, finde ich. So, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir machen mal zwei. Dann machen wir Fenster. Dann nochmal zwei. Dann Fenster. Eins, zwei. Und Fenster. Jo, geht doch gut auf. Das geht doch optimal, geht doch das auf. Ups, ich wollte eigentlich nach unten. Weil da kommst du ja nicht hin. Moment, ich mach nochmal weg. So. Einmal.
und dann das hier. Und da hinten natürlich das gleichere. So, und dann hier nochmal schön die Bretterschirme. So, und hinten raus sollen natürlich auch Fenster sein, definitiv, dass man hier einen schönen Blick hat auf diese Oase. Und es soll mal ein richtig schönes, großes Fenster werden. Sprich, wir machen jetzt halt hier nur nicht zwei, sondern drei. Eins, zwei, drei. Jawohl, ich denke, das ist so ideal. Na? So. Mäuerle. Und dann einmal hier rüber. 1, 2, 1, 2 und 1, 2. Und dann können wir jetzt halt hier oben erst einmal den Rand finishen. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal die Bude hier fertig. Also zumindest vom Bundes her. Und es wird immer noch nicht als Bude erkannt. Seltsamerweise. Okay, keine Ahnung, vielleicht mal Tür auf, Tür zu. Ich weiß es nicht, aber normalerweise ist das Zimmer ein Zimmer. Das hat ja nicht mehr wie 150 Blöcke. Oder habe ich mich jetzt schon wieder verrechnet? Also wir haben hier, jetzt ein gigantischer, niedlicher Raum. So, das ist ja schon mal ganz gut. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall das Schild natürlich für Odelia. Das machen wir dann quasi einmal so. Und der Symmetrie wegen vorne an der Tür mache ich mal... Moment, habe ich das vielleicht im Inventar? Lass mal gucken. Es könnte sein, dass ich dieses Damenschild noch bei mir im Inventar habe. Ja, da ist es doch. Dann nimm doch das einfach mal raus. So, weil dann... kommt nämlich auf jeden Fall hier dieses Ding hin. Zack. Und hier kommt dieses hin. Ich kann natürlich bei beiden was draufschreiben, aber es soll ja nur Odelia den Raum bewohnen. Oh, da haben wir es ja schon. Also Atmosphäre niedlich ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich denke, dass auch die Größe ideal ist. Jawohl. Größe und Atmosphäre sind schon mal in Ordnung. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Stil zu verbessern. So, wie richten wir denn Ihre Bude ein? Zum einen, wir brauchen natürlich Vorhänge. So, wir brauchen 2, 4, 6, 8, 10 und hier nochmal 4, also 14 Vorhänge in einem richtig schönen Pink. Jetzt gucken wir erst einmal, wie viele Vorhänge haben wir. Da müssen wir rein. Wir haben gar keine, also dann bauen wir doch hier mal einfach diese 14 Stück. Ich hoffe, naja, normalerweise sollte es mir das anzeigen, wenn ich da farbig hier habe. Und? Nee, das zeigt mir nichts an. Okay, das ist schon mal gut. Also 14 mal pinke Vorhänge. Gut. Perfekto. Ziehen wir das mal. Alleine das sollte ja schon genügen, dass wir hier den Stil um einiges anheben. Vorhänge sind auf jeden Fall immer gut, wenn es um Stil geht. Ja, ich habe zum Beispiel keine Vorhänge. Ich habe keinen Stil. Es ist doch ideal, oder? So. Dann brauchen wir natürlich für die liebe Odelia auch noch Sofa. Sofa würde ich sagen. Ja, und vor allem auch ein Bett, ganz klar. Also wir können ihr hier auf jeden Fall hier schönes kariertes oder normal. Das ist normal. Gibt es denn da kein niedliches? Doch, das da ist niedlich. Dann machen wir ihr doch ein niedliches Himmelbett. Das färben wir natürlich auch, wenn wir es schon färben können. Ne? Dann machen wir natürlich ein schönes Sofa. Das ist nur die Frage. Das bequeme Sofa. Würde ich sagen, machen wir ihr so eine schöne bequeme Sitzgruppe. Jo.
dann machen wir ihr ja, zumindest einen Stol, würde ich noch sagen. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen schönen Tisch. Großer Holztisch, gigantischer Kaffeetisch. Ne? Der Kaffeetisch, der ist recht groß, finde ich. Ideal ist eigentlich wirklich, das ist so der einzige ideale Tisch, weil der eben auch hoch genug ist, dass man Dinge drauf platzieren kann. So, das hier auf jeden Fall. Dann, die Niedlichkeit kennt ja keine Grenzen, wenn wir bei der Deko diese Kuscheltiere-Dinger da herstellen. Was war denn das? Das war auch niedlich. Also einmal Stöckelschuhe. So, langsam geht der Platz aus. Was haben wir da? Normal. Das ist auch niedlich. Dann machen wir doch auf jeden Fall mal 4 Stück, oder? Vor allem, die sollten auch ganz gut sein vom, vom Stil her. Kann ich die da färben? Oh ja, die kann ich färben. Dann machen wir jetzt halt mal noch die 4 Blumentöpfe. Und dann färben wir mal den ganzen Schmunz. So, ist natürlich immer ein bisschen aufwendig, das ist klar. So, wir machen erst einmal die Deko. Die Blumentöpfe selber würde ich sagen, ne, rosa passt zwar, aber in dem Fall würde ich sagen, wir machen sie lila. Lila, rosa, das ist eigentlich eine schöne Kombination. Dann die Schuhe, die müssen ja auf jeden Fall in rosa sein, ne? Dann können wir noch färben. Und zwar das Bett. Das Bett ist jetzt die Frage. Machen wir das in lila oder machen wir das in rosa? Rosa wäre natürlich besser, denke ich. Bin noch mal gespannt, wo ich das überhaupt hinstelle. Ja gut, wir haben eine lange und große Wand. Ne? So, warte mal. Ja gut, das, wir nehmen das da, weil das ist nämlich auch niedlich. So, und die machen wir rosa. Und den Stol machen wir natürlich dann auch dementsprechend rosa. Den Tisch allerdings würde ich sagen, kann ich den färben? Den Tisch kann ich gar nicht färben. Regale, ich habe zumindest ein Regal schon mal da. Dann würde ich sagen, beim Regal halten wir uns wieder an das Lila. Dann mache ich jetzt mal nur den einen, das ist ja egal. Müssen wir halt nochmal nachbauen. Machen wir auch gleich. Was wir haben, das haben wir, ne? Das war bei Einrichtung. Ja, da. Ich würde egal, da kann man immer nur 5 bauen, dann bauen wir doch gleich 10. Wir haben genügend Bücher. Klar, dass die da reinwandern. Ich färbe natürlich nicht alle. Ich mache jetzt halt mal, ich würde sagen, 4 Regale an sich sollten ausreichend sein. Deswegen machen wir jetzt halt mal hier noch 3 Stück. Und genau, den Schminktisch, den habe ich ja noch bei mir einstecken. So, das Bett. Das Bett sollte hier am besten irgendwie in die Mitte, würde ich sagen. Wir stellen hier, na, vielleicht hier am Fußende, stellen wir die Schuhe hin. Ja, vielleicht hier daher. Ja, da stellen wir sie her. So, die Sofagruppe würde ich sagen. Ja, das, bei den Vorhängen ist immer blöd, weil an den Vorhängen selber kann nichts stehen. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir stellen jetzt erst einmal das dahin. Wir schnappen uns das Bett, das kommt dann etwas weiter hinter. Das ist so, die Sofas sind schon riesige Lappen, ne? Jo, also der Stil ist immer noch nicht perfekt, das ist klar. Ich blende es jetzt auch mal aus. Wir haben es gut geschlafen. Das ist schön. Genau, eins weiter rüber wollte ich stellen. Und dann nehmen wir. Ah, das ist so
bescheuert, weil die Dinger so riesig sind. Schau dir das mal an. Das sind riesen Lappen. Ah, okay. Wir hauen eins wieder weg. Das kommt ab ins Inventar. Das setzen wir nicht ein. Dafür könnten wir aber einen Stuhl noch damit hersetzen. Und wir könnten... kann man ja noch, ne? Ja, und dann sitzt man eben auch da. Okay, dann muss man noch mal einen von diesen Tresentischen machen. Muss das jetzt regnen schon wieder? Ja, auf das Wetter ist einfach kein Verlass. So, gut. Was stellen wir denn da noch her? Wir könnten hier auf jeden Fall... Das ist normal, das ist niedlich. Die sind normal, seltsamerweise. Auch die sind normal. So, wir haben das hier ja noch niedlich. Da können wir doch einen Strauß Luftballons hinstellen. Und wir können auf jeden Fall einen Hämmerling hinstellen. Den mag sie bestimmt. Und dann könnten wir im Grunde auch so ein bequemes Räuberraupensofa hinmachen, oder? Das wäre doch auch noch was. Komm, da machen wir ja auch eins. Da haben natürlich die ganzen Blöcke hier drin. Warte mal ganz kurz. Da werde ich jetzt mal zack, zack, zack. Und die Leitern, die lasse ich mal noch da. Fenster brauche ich keine mehr. Da gehen wir noch mal rein. Wir gehen noch mal auf das hier, und dass wir das dann noch herstellen. Eigentlich könnte man doch auch... Das probieren wir mal aus. Das probieren wir einfach mal. So, einmal sortieren bitte. Also, gigantisches, niedliches Schlafzimmer. Wir könnten hier in die Ecken natürlich die Blumen stellen, ganz klar. Das würde auf jeden Fall schön passen. Wir könnten dann so wie eine Art Abgrenzung vielleicht da noch eine hinstellen. Denn des Raupensofers soll hier im Grunde mit rankommen. So, aber nicht so hin, sondern mit Kopf zur Tür. Jetzt? Hm, das sitzt mir nach außen, ne? Das ist natürlich auch nicht schön. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das weg. Wir machen das, oh ja, hier ans Fenster, weil wir machen das. So, das ist doch ideal. Passt er hervorragend hin. Nein. So, und zwar dahin. Genau, dann können wir da noch schöne Pflanze daneben stellen. Das passt sogar. So, dann kommt hier natürlich noch der eine Tisch hin. Dann kann man immer noch hier drauf sitzen. Dann sitzt man schön direkt am Tisch. Dann müssen natürlich auch noch Blumen drauf. Der Hämmerling soll neben das Bett. Jetzt setzen wir da hin. Wieso kann ich den da nicht platzieren? Ah, so, da muss er hin. Und dann haben wir natürlich nochmal Balloons. Die Balloons, die könnten wir... Nee. Die setzen wir da hin. Und jetzt gucke ich mal, ob ich zufälligerweise einen Paramour habe. Dann könnten wir den nämlich noch hinmachen. Aber ich glaube, so wie es ausschaut, nicht. Oh ja, Bravado-Banner könnten wir auch hinhängen. Zumindest zwei Stück oder sowas. Oh, warum nicht, ne?
könnten wir doch da hier so neben das Sofa hängen. Ich denke, das hebt ja auch den Stil auf jeden Fall um einiges nach oben. So, ja, dann könnten wir da Regale drunter setzen. Zack. Wir könnten hier quasi zweimal hinmachen. Platz, ne? Das ist schon, da kann man auf jeden Fall sich austoben, was das angeht. Hier können wir sogar hier eine eigene Kochecke oder sowas hinmachen. Jetzt würde ich mal sagen, wir holen noch mal zum einen eine Blumendeko. Tschak, tschak. Blumendeko habe ich gesagt. Wo bist du, Blumendeko? Also zum einen hole ich mal hier noch zwei Stück raus. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Dann könnten wir... Was könnten wir denn machen? Wir könnten hier zum Beispiel hier so eine Harfianola hinstellen. Oder, Klavier. Wir machen hier ein Klavier rein. Das ist definitiv ein Stil. Dazu brauchen wir allerdings noch mal einen schönen, bequemen Schemel. Und wir brauchen natürlich für die Blumen noch mal... Na, wo sind sie? Noch mal diese Blumenständer hier. Schaut einfach besser aus mit diesen Blumentöpfen. Finde ich zumindest. So. Lass uns nochmal ans Färbefass gehen. Wir hauen hier rein zum einen natürlich den bequemen Schemel. Wir machen den lila. Und auch das Klavier soll natürlich richtig schön stilbruchtechnisch in lila sein. Oh, schaut das giftig aus, oder? Das schaut wirklich rosa dann eigentlich besser aus. Komm, wir machen es rosa. Jawohl, einen rosa Flügel. Oh, das tut weh. Aber ist so. So, jetzt schauen wir mal, wie es da den Stil nach oben hebt. Wir stellen das hier in den vorderen Bereich. Da können wir es nicht hinstellen. Ich denke, an der Stelle ist es eigentlich auch ganz okay. Dann ist das ein spielbares Klavier. Wir könnten hier daneben auch nochmal... Pflänzle machen. Na komm, jetzt hier an die Stelle, genau. Zack. Die habe ich jetzt gar nicht gefärbt, aber sollte ja egal sein, ne? So wichtig ist es jetzt nicht. Ja, dann machen wir doch da noch eine hin. Nee, aber bitte mit Blummersockel. Nein, oben drauf bitte. So. Uns fehlt immer noch Stil. Das, was wir jetzt halt noch an Stil machen könnten, wäre zum Beispiel ein Teppich. Dass wir jetzt sagen, wir machen, weil Niedlichkeit haben wir ja extrem. Dann könnten wir doch ein paar von den... Wenn wir welche haben. Ja, wir haben da welche, 24 Stück nämlich. Da könnten wir doch welche hier in lila zum Beispiel. Das wäre jetzt nicht einmal so schlecht. In lila machen wir mal 3, 6, 9, 12 Stück. 12 mal lila. Bin ich jetzt mal gespannt, ob ich es richtig gemacht habe. Den Paravent als Teilung. War der bei den Blöcken mit drin? Oder war der hier mit drin? Manche Dinger sucht man immer wieder, weil man sie einfach nicht so häufig benötigt. Das könnte aber auch bei Einrichtung sein. Da würde es ja auch reinpassen. Ja, da ist er. Einmal bitte das Ganze. So. Das soll nämlich quasi hier so als Trennung zum Bett sein. Wir haben hier schön die Wohngelegenheit. Ich würde sagen, ich hau mal ganz kurz die Tische nochmal weg. Ich nehme auch das... Nehme ich das Sofa weg? Nö, das nehme ich nicht weg. Das nehme ich nicht weg. So, jetzt gehe ich mal in die Ego.
Weil dann haue ich nämlich mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawohl, 10, 11 und 12. So. Da kommen jetzt nämlich die Teppichstücken hin. Und ich denke, das sollte dann recht gut sein. Ah, ich könnte sogar noch mal 3 Stück machen. Ja doch, lass mir das Symmetrie wegen, machen wir noch mal 3 Stück. Halt, da muss ich eigentlich nur darten hin. So, ah, die kann ich auch färben, das ist auch gut. So, aber hier bräuchte man noch mal welche. So, 3-mal das Ganze bitte. Vielen Dank. Es gibt so viele Böcke, ne? Gut gemacht. Ja, aber stiltechnisch ist es ja immer noch nicht richtig, ne? Weil wir brauchen ja stiltechnisch noch ein bisschen mehr. So. Gut, damit sollte der Stil auf jeden Fall ein kleines Stück nach oben gehen. So, dann haben wir das da. So, wir bräuchten für den Tisch vielleicht noch irgendwie eine Deko. Was könnten wir denn auf den Tisch stellen? Wir könnten auf den Tisch stellen, zum einen ein Buch legen. Da haben wir sogar noch 2 einstecken, das ist gut. Und wir könnten hier so ein Blumenpott hinstellen. Oder nee, Quatsch, hier, die Rose, die passt doch super. Dann machen wir eine schöne Rose da noch hin. Müssten eigentlich... Ja doch, schau noch mal rein. Da haben wir es. Dann machen wir mal hier eins herausnehmen. Ja, wir nehmen beide. Und dann könnten wir noch brauchen ein Regal. So, schauen wir mal. Wir können ja die Vase auch färben. Jawohl, damit haben wir auch wieder was Neues. Und die machen wir in... Rosa. Rot hätte ich die jetzt zwar auch mal machen können, aber nö. Ich halte mich an Rosa und Lila in dem Fall. So. Dann brauche ich noch, wo bist du? Da. Einmal das hier. Das kommt neben's Bett. Da kommt nämlich dann noch eins von den Büchern drauf. Und wir haben ja den... Ach, verdammt. Wir haben ja jetzt den Schminktisch auch noch. Den würde ich natürlich gerne einsetzen. Wo auch immer ich den genau hinsetze. So, das Ganze natürlich schön passend zum Schminktisch färben. Weil den habe ich in rosa. Dementsprechend sollte dann auch der Hocker hier in rosa sein. Fehlt es auch. Ja, genau, das könnten wir doch da hinsetzen. Das schauen wir mal noch ganz kurz, wo ist der Schminktisch? Da werde ich wieder wahrscheinlich 1000-mal drüber gucken, aber nein. Wir haben ihn. So, du kommst da hin. Und davor kommt das schöne Böckerli. So. Dann brauchen wir neben dem Bett, und zwar in die Ecke hier, nochmal ein Regal. Einmal mit dem Buch hier drauf. Dann haben wir zumindest ein kleines bisschen frech auch mit dabei. Wir haben das hier. Wir haben das hier. Ein gigantisches, süßes Schlafzimmer. Aber der Stil fehlt natürlich noch, ne? Das ist strange. Ha. Wie könnte ich den Stil hier noch anheben? Ich möchte halt nicht nur diese Schüsseln hinstellen. Oh ja, wir könnten den Bereich, wo das Klavier steht, das stellen wir jetzt mal weg. Wir könnten nur in diesem vorderen Bereich, auch seltsam, das ist ein spielbares Klavier, wobei der Hocker auf der Außenseite steht,
Wir könnten hier, wo das Klavier ist, mit Goldblöcken arbeiten. Weil die pushen den Stil definitiv hoch. So. Wo sind sie? Meine schönen Goldkacheln. Ja, wir haben 99, ist aber egal, weil die sind oben in der Kiste. Jetzt machen wir 20 Stück davon. Yep. Passt. 20 sollte ideal sein. Hier vorne beim Klavier. Dazu brauche ich allerdings, ups, nochmal die hier. So. Das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal... Ah. Der macht es dann... Ah, Moment, wir machen es so. Zack. Und dann können wir... Denn dann können wir da draußen quasi die paar, die da unten drunter sind, wieder mit Sand wegmachen. Trip. Wo war der Sand? Hallo Sand, da. Mit Sand wegmachen. So war das irgendwo, ne? Nee. Und dann bräuchten wir quasi diese vier. Ich hoffe, yes. Genau die vier bitte. Dankeschön. Sollte auf jeden Fall der Stil nochmal um einiges. Ja! Schaut, habt ihr den Sprung gesehen jetzt gerade? Das ist doch genial, oder? So. Dann kommt das hier hin. Der Hocker kommt dahin. Und schon haben wir den Stil nochmal um einiges gepusht. Und da tut es mir jetzt auch nicht weh, wenn ich mir nochmal. Goldschalen raushol. Ach, da habe ich gar keine mehr. Okay, dann stellen wir mal noch kurz welche her. Und zwar natürlich unsere Lampen hier. Da mach ich gleich wieder mehr, 20 Stück, das ist egal. Goldbarren habe ich mittlerweile recht viele hergestellt. Ich glaube, da vorne sind auch noch welche drin. Das sieht man gar nicht von hier, aber ist egal. So, und mit den Lichterchen sollte es dann normalerweise vom Stil her genügen. Machen wir hier unten die Ballons noch eine. Die platzen hoffentlich nicht, die Ballons. Na komm, komm hoch. Wir können da noch auch noch eine hinstellen. So, zack. Na komm. Yes. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben Ordelia komplett, ein komplettes, stilvolles, großes, atmosphärisches Haus hergestellt. Das ist genial. So, haben wir schon den nächsten Dorfbewohner, den wir zufriedengestellt haben. Es ist natürlich jetzt wieder ein Raum weg, das ist ganz klar. Moment, da gucke ich jetzt mal ganz kurz, wie viele Räume haben wir denn jetzt? Moment. 89 Räume. Also da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich das ein oder andere mir noch wieder wegreiße. Ja. So, ich denke mal, dass ich demnächst dann auch hier noch ein bisschen was ändere. Da müssen ja auf jeden Fall noch Steine her. Ich werde das auch außenrum dekorieren und auch noch ein Dach draufziehen. Auf jeden Fall. Und ja, so. Jetzt lasst uns aber, bevor ich jetzt halt hier diesen Part beende, lasst uns noch mal ganz kurz hier an das Schild springen, weil ich möchte nämlich mal gucken, was hier noch so für Aufgaben warten. Baue ein Hotel müssen wir noch machen. Und züchte ein paar Haustiere. Das Haustiere züchten, das sollte ich dann auch langsam mal anfangen. Also das sind jetzt noch die zwei Tafelziele, die uns hier fehlen. Die Tafelziele hier in der azurblauen Steppe. Da springen wir mal kurz zum Rathaus. Da schauen wir jetzt auch noch drauf.
Und dann natürlich auch noch ganz kurz auf die grünen Lande. So, hier haben wir 18 von 20. Hier baue einen Erholungsort. Da habe ich noch ehrlich gesagt keine Ahnung, was das genau dann sein soll. Und nutze auf deiner Karte viele verschiedene Feldarten. Da fehlen uns noch 4 Felder. Ich glaube aber, das hat was zu tun mit Lava, Sumpf, Sand, was weiß ich. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch angehen. So, dann springen wir noch mal ganz kurz in die grünen Gärten. Und da untersuchen wir mal. Da haben wir alles erfüllt. Also da hat sich dann insofern nichts geändert. Gut, jetzt springen wir mal zur Kaiser Karre. Dass ich das auch mal von oben noch mal sehe, das Gebäude von Ordelia. Na komm, mach hinne. Ach so, okay, naja, weil das so über den Rand drüber steht, deswegen lande ich hier unten. Ja, ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Es ist auf jeden Fall nicht 0815 eingerichtet, sondern wirklich dann auch mit Stil. Finde ich schon gut. Okay, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Was ihr anders gemacht hättet. Zoom bitte ran. Dankeschön. Was ihr anders gemacht hättet. Und ja, ansonsten, ich würde mich freuen über ein Like, auch über ein Abo, wenn das noch nicht passiert ist. Wie sagt's der Sandman immer, Support ist kein Mord. Tut nicht weh, einfach mal den Like-Button zu flanken. Also von daher, bitte tut das. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, gute Nacht, schönes Wochenende, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In dem Sinne, ciao, ciao.